herr präsident! wir debattieren heute über die dritte assoziierung eines ehemaligen gos staates in diesem jahr um das wunderschöne georgien. das land hat in den vergangenen jahren beachtenswerte fortschritte gemacht zum beispiel im bereich der inneren sicherheit. bei meinen erwägungen zu dieser assoziierung haben wir auch das aktive engagement georgiens in bezug auf freiheit und demokratie hervorgehoben. aber wie schaut es mit der demokratie in diesem haus in unserem parlament aus? da kommt ein kollege und polemisiert gegen leute in einer miesen art und weise die sich erlauben eine andere meinung zu haben. meine damen und herren, dieser kollege sollte sich eher um die stimmung der europäischen bürger kümmern. und wer in die bürger hineinhört der weiß ganz genau dass sie erweiterungs assoziierungsmüde sind. unser ziel meine damen und herren zurück zur sachlichkeit sollte daher sein vermittelt in der region einzugreifen mit zurückhaltung vorzugehen und frieden zu stiften statt ständig neue blankoschecks auszustellen wie das finanzielle desaster in der ukraine uns ja beweisen wird. fast missionarisch meine damen und herren unter dem deckmantel der selbstbestimmung wird ein staat nach dem anderen assoziiert und wir halten uns für die bürgen von wohlstand und sicherheit dieser staaten. wir überschätzen uns meine damen und herren das ist den bürgern unverantwortlich und unverzeihlich.